Spannende und aussichtsreiche Dividendenaktien. Wir schauen uns heute Coca-Cola und Realty Income Aktie an. Wird mega spannend. Lehn dich zurück, genieß das Video und ich hoffe, du kannst auf jeden Fall einiges mitnehmen. Meine, ihr habt es alle mitbekommen. Ich war 2 Wochen auf dem Everest Basecamp Track. Mein Postfach ist übergegangen. Holly, was ist da los? Coca-Cola, PepsiCo, Correctec, Dr. Pepper brechen ein. Sollte man jetzt kaufen? Ich muss ganz ehrlich sagen, die Meldungen sind alle bei mir so ein bisschen vorbeigegangen, weil ich fast 2 Wochen ohne Internet ausgekommen bin. Es war eine absolut geile Zeit und jetzt müssen wir uns einfach das Ganze etwas genauer anschauen. Mein Coca-Cola, bin mir jetzt nicht sicher, gell? Ich glaube, du kennst Coca-Cola. 1,9 Milliarden Softdrinks werden pro Tag verkauft. 1,9 Milliarden. Das ist schon mal brutal heftig, wenn man das so sieht einfach. Und jetzt mal ganz ehrlich, eine Abnehmspritze. Come on, Leute. Was soll das? Baller in meine Abnehmspritze rein. Meinst du, ich trinke dann weniger Coca-Cola, PepsiCo oder geh weniger zu McDonald's? Nee, ganz im Gegenteil, könnt ihr mir jetzt mal vorstellen. Also das möchte ich jetzt einfach mal im Raum reinschmeißen. Boah, jetzt baller ich mir eine Abnehmspritze rein. Jetzt mal ganz ehrlich, jetzt nehme ich zum Beispiel 2 Kilo in der Woche ab. Fühle mich ein bisschen wohler, ein bisschen aktiver. Also würde ich dann als Coca-Cola-Trinker oder sonst irgendwas auf solche Sachen verzichten? Never! Niemals. Deswegen könnte man durchaus vorstellen, dass solche Sachen einfach auch extrem positiv für das Unternehmen sein könnten. Und hey Leute, Coca-Cola ist aktuell nicht mein Favorit. Mein Favorit, baller da oben mal in der Infobox rein. Sehr, sehr spannend das Ganze auf jeden Fall. Ja, Coca-Cola mausert sich aber trotzdem sehr, sehr gut. 2020 fast 33 Milliarden US-Dollar Umsatz. So geht man im Jahr 2025 davon aus, dass man fast 49 Milliarden US-Dollar Umsatz macht. Die Nettomarge war schon immer richtig stark bei Coca-Cola mit über 20%. Was man aber nicht vergessen darf, die Bewertung. Ihr kriegt es alle mit, ihr habt es auch in der Infobox oben in dem anderen Video gesagt, wir haben ja aktuell eine Hochzinsphase und da konkurrieren Dividendenaktien mit den Staatsanleihen. Und wenn du jetzt Fondsmanager oder sonst irgendwas bist und dann weißt, du kriegst für etwas Geld fix über 5% Zinsen und dann hast du halt eine Coca-Cola-Aktie gegenüber, brauchen wir jetzt gar nicht drum herumreden, mögliche Kursgewinne, dies, das, Ananas, muss sich aber trotzdem der Fondsmanager am Ende des Tages gegenüber seinen Investoren rechtfertigen und da gewinnen aktuell einfach die Staatsanleihen. Ja, man baut quasi zurzeit einfach eine Überbewertung ab und man steht immer noch mit einem KGV von über 22 dafür dieses Jahr. Ist es teuer? Ich sage jetzt ja. Aber Coca-Cola kann sich es erlauben, dass sie teuer bewertet sind. Und zwar aktuell haben wir eine Dividendenrendite von 3,4%, ein Buchwert von 8,9%. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ihr seht es, der Gewinn für 2023, 24, 25, der hat sich eigentlich nicht groß verändert. Natürlich, jetzt haben wir jetzt so eine kleine Phase drinnen, wo man davon ausgeht, dass möglicherweise der Gewinn etwas schmäler wird in den nächsten Jahren. Aber das kann sich ja auch relativ schnell ändern wieder. Also da würde jetzt nicht mal so viel mich reinsteigern oder sonst irgendwas. Fakt ist, das Unternehmen ist jetzt auch nicht so krass hoch verschuldet von der Nettoverschuldung her. Man steigert seit vielen, vielen, vielen Jahren die Dividende im einstelligen Bereich. Das passt auch meines Erachtens, aber auch vom Chart her. Leute, wir sind nur in Anführungsstrichen bei 55 US-Dollar, sprich etwas niedriger wie vor Corona. Also man hat hier auch keinen Stress. Also mich würde es freuen, wenn wir wirklich nochmal 10, 15, vielleicht sogar 20% nachgeben, weil dann wird Coca-Cola wirklich, wirklich interessant. Von mir aus gerne Richtung Corona-Tief bei unter 40 US-Dollar. Das wäre doch richtig geil. Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein, was du davon halten würdest. Natürlich, wer einen Sparplan laufen lassen möchte, dies, das, Ananas, kann es gerne machen. Ich bin nicht der Typ dafür. Und wenn du noch auf der Suche nach einem richtig geilen Depot bist, hier ist eine Empfehlung. Zero Broker, richtig geiler Broker, seit 2019 nutze ich den, ich zahle seit 2019 keine Ordergebühren mehr, habe mir locker über 1000 Euro Ordergebühren sparen können. Das kannst du auch machen mit dem Link unten in der Videobeschreibung. Das Coole daran ist,
Ja, es gibt noch einen fetten Bonus für dich von bis zu 170 Euro. Und am Anfang habe ich schon erwähnt, wir schauen uns als nächstes Unternehmen Realty Income an, den Monthly Dividend. Wir brauchen jetzt, glaube ich, gar nicht so viel zu dem Unternehmen sagen. Die kaufen Büroflächen, beziehungsweise eigentlich gar nicht mehr so viel Büroflächen zum Glück, aber haben halt extrem viele Immobilien und die werden halt vermietet an 7-Eleven, an irgendwelche Kinobetreiber, also alles große Unternehmen, auch Walgreens ist mit dabei, CVS Healthcare, Union Pacific, also da ist schon wirklich Qualität dahinter, aber Hochzinsphase, Immobilienpreise könnten fallen, muss nicht sein, könnte aber sein, Refinanzierungen stehen dann erst ab, also die größeren Refinanzierungen stehen dann ab 2025 an, das darf man nicht vergessen. Die Umsatzentwicklung vom Unternehmen ist gut. Die Nettomarge ist auch attraktiv, wie man hier sehen kann. Der Gewinn je Aktie, natürlich braucht man gar nicht drum herum reden. Bei REITs rechnet man das alles ein bisschen anders aus, aber nur, dass man mal so einen Anhaltspunkt hat, wo man aktuell unterwegs ist. Mein Buchwert, ja, ihr seht das, der kommt peu à peu zurück. Aktueller Buchwert 1,1. Und da muss ich schon sagen, wenn ich in Immobilienaktien investieren möchte und hey, Realty Income ist meines Erachtens wirklich, wirklich ein gutes Unternehmen, also wirklich auch in der Vergangenheit immer wirklich sehr gut gewirtschaftet alles, aber bei Immobilienwerten, bei dieser Situation möchte ich schon gern, dass der Buchwert unter 1 ist, da hätte ich einfach für mein Investment ein sehr, sehr gutes Gefühl und auch Realty Income seit vielen, vielen Jahrzehnten steigern sie die Dividende jährlich bzw. mehrmals jährlich. Also das gefällt mir persönlich sehr gut. Und ich muss aber auch echt gestehen, Leute, der Kurs aktuell gefällt mir schon echt sehr, sehr, sehr gut. Ich meine, wir tendieren gerade unter 50 US-Dollar. Mein Verkauf war vor circa ein Vierteljahren. Ich kann das ganz kurz mal nachschauen. Und zwar habe ich Realty Income im Juli 2022 verkauft und zwar zu Kursen um 69 Euro und aktuell tendieren wir bei 46 Euro. Ich habe es nicht riechen können, dass die Zinsen wirklich so krass hochsteigen, dass Realty Income dadurch auch wirklich krass einen auf den Deckel bekommt, aber nicht nur Realty Income hat einen auf den Deckel bekommen, auch WP Carry. WP Carry ist nochmal ein ganz anderer Sonderfall mit Ausgliederung, Dividendenkürzung, dies, das, Ananas. Realty Income, ja Leute, definitiv Watchliste, auch Coca-Cola, definitiv Watchliste, aber wie auch in dem anderen Video, was ich euch in der Infobox erklärt, also verlinkt habe, hey Leute, wir sind alles junge Menschen, wir haben keinen Stress. Ich habe über 70 Aktien auf meiner Watchliste drauf, wirklich gute Qualitätsunternehmen, Blue Chips, große Unternehmen, die aktuell einfach ja, ihre Probleme haben. Aber ich denke mal, wenn man wirklich mal überall reinschaut in den Unternehmen, durch Inflation, durch höhere Lohnkosten, durch höhere Zinsbelastungen querbeet ist einfach jetzt mal so ein bisschen, nicht mal Panik, aber einfach die Überbewertung wird abgebaut und das sind einfach schöne Situationen, die wir auf jeden Fall nutzen sollten, aber auch jetzt einfach noch gar kein Stress, Hektik oder sonst irgendwas. Einfach gemütlich abwarten, schauen, wie sich die Unternehmen weiterentwickeln und ich hätte jetzt persönlich nichts dagegen, wenn Realty Income, genauso wie Coca-Cola, einfach nochmal weitere 10-20% fallen, weil wir dadurch einfach langfristig nochmal viel, viel, viel bessere Möglichkeiten für unser Geld bekommen, dass wir es wirklich sehr, sehr gut gewinnbringend investieren. Jetzt würde es mich interessieren, was haltest du von den beiden Unternehmen? Schreib das mal gerne in den Kommentaren.